Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von RimWorld. Ja, wie man uns schwer erkennen kann, wurden wir hier ein bisschen angegriffen. Und deswegen werden wir jetzt mal hier ein bisschen was versuchen, dass wir hier vielleicht ein bisschen verteidigen. Wir nehmen jetzt mal hier Juppie. Jupp, der stellt sich mal ganz kurz dahin. Und wir nehmen Scarlett. Und den setzen wir da hin. Oh, du, was machst du denn? Okay, Jupp kann wieder rein. Und ich weiß nicht, was hier abläuft. Der kann auch rein. Nein, Jupp, was machst du denn da? Ach, Juppie. Jupp. Okay, die laufen gerade alle brav durch die Fallen. Wenn wir Glück haben, stirbt da mindestens noch einer von. Und vielleicht haben wir dann das Glück, dass die vielleicht doch sagen, naja, war doch keine gute Idee, hier reinzukommen. Okay, da ist noch einer tot. Und plopp, ist noch einer tot. Der stirbt auch gleich. Und okay. Okay, wir versuchen mal. Moment, wo ist der hier mit der dicken, fetten Schrotflinte? Ich glaube, das war er. Das müsste der mit der dicken, fetten Schrotflinte gewesen sein. Aber... okay, das war nicht die Schrotflinte. Aber der Treffer war sehr gut. Und der Treffer war noch besser. Und der war am besten. Okay. So, damit sind wir frei wieder. So, wir müssen irgendwie Jupp retten. Wir müssen Feuer löschen. Wir müssen... ach, wir müssen alle... wir müssen so viel. Wir müssen so viel. So, Moment. Wir akzeptieren wieder alles, dass die mal alles machen dürfen. Wir sagen wieder, entkleidet bitte alles. Hier wird alles entkleidet. Ganz klar. Hier wird einfach alles entkleidet. Könnt ihr vielleicht das Feuer da unten löschen? Bitte. So, die Karawane zieht auch weiter, obwohl die alle komplett kaputt sind. Wollt ihr Juppie nicht mal hier retten? Hallo? Juppie liegt da unten, ist fast am Sterben. Und ihr lasst ihn da einfach liegen? Junge, Junge, Junge. So, behandle Juppie ohne Medizin, weil ich glaube nicht, dass der noch so lange mitmacht. So, jetzt rette Juppie und dann ab die Fahrt. Wollten wir Jupp mitnehmen? Ich glaube, wir wollten Jupp mitnehmen, ne? Okay, warte. Okay, dann müssen wir mal ganz kurz hier was anderes machen. Wir sagen ihm jetzt hier, Karawane vom Mädchen abbrechen. Jetzt haben wir hier irgendwelche komischen Getiers rumhängen. Königliche Eintreiber. Okay, warte mal. Hier ist jetzt... hier ist gerade so viel Action, ich komme gar nicht hinterher. Ich komme gar nicht hinterher. Feuer und alle sind im Zusammenbruch und der Jupp liegt da tot und... ach, alter Schwede. So, warte mal. Und wir müssen hier verbieten, dass die mit den Tieren hier rumreiten können. Was ist denn los mit euch? Lasst das. Hier wird nichts geritten. So, und warum pennst du hier mitten auf irgendwo? Schau mal, was ist denn los mit euch? Wie sieht das hier aus? Okay, warte mal. Warte mal. Warte mal. Das müssen wir aber ganz schnell beseitigen hier. Junge, das ist ja. Okay. So. Okay. Gut. Selbst Jupp fängt wieder an zu arbeiten. Also scheint es ja allen wieder gut zu gehen. So. Wir müssen hier wieder neue Verteidigung aufbauen. Deswegen bauen wir mal. Oh. Das könnte knapp werden. Deswegen bauen wir mal wieder neue Dinger. Neue Verteidigungstürme. So. Okay. Was kommt denn jetzt? Haben wir nicht schon genug von euch? Müssen da noch irgendwelche komischen was auch immer kommen? Kann ich euch zähmen? Kein Tier. Oh, nein, nicht angreifen. Warum liegt denn jetzt hier mein Kram rum? Alter, was ist denn? Und warum ist hier meine... Alter, was ist denn? Alter, ja, aber jetzt ist aber bald mal gut hier.
Aber wie kein Lagerplatz. Das sollt ihr auch nicht einlagern. Oh. Alter Schwede, was ist denn jetzt? Hier ist ja richtig was los. Okay, so. Neuer Lagerplatz gezimmert. Die Tiere. Hallo? Bitte? Könnten Sie das mal eben erledigen? Danke. Wir haben jetzt sonst ein kleines Tierproblem. Hallo? Das da auch und das da auch noch. Ja, hier läuft gerade alles frei herum. So, okay. Wird wieder alles eingesammelt. Okay. Alles gut. Oh Mann. So, bis auf Jupp sind alle wieder startklar. Wir warten auf Jupp. Jupp brauchen wir nämlich für Sozial. Der Müller ist schießwütig. Der Müller hat aber auch einige Probleme, muss ich sagen. Der hat immer wieder Probleme. Erst ist er schießwütig, dann ist er ein Fettsack und Fresssack. Dann hat er irgendwelche anderen komischen Sachen. Also er ist wirklich immer ready. Der ist immer ready. So, wie kann denn das jetzt schon wieder hier sein? Ach so, wegen der Loyalität. Na gut, okay. Gut. Okay, wir warten auf Jupp. Wenn Jupp wieder startklar ist in der Birne, würde ich gerne noch einmal das in Angriff nehmen. Was für Probleme hat er eigentlich denn noch? Eigentlich gar nichts mehr, ne? Er ist eigentlich ready. Ready, steady, go, oder was? Dann versuchen wir es noch einmal. Und zwar, wir gehen dahin. So. Und zwar, Karawane hierhin. Wir nehmen Jupp. Wir nehmen Felix und wir nehmen ihn. Dann nehmen wir ein Esel. Zwei Esel, drei Esel. Und wir haben gesagt, die zwei. So, wir reiten auf den Getiers. Und jetzt haben wir natürlich noch viel mehr Müll als eben. Ne? Nee, das nehmen wir nicht mit. Aber wir nehmen hier das ganze Unkraut mal mit. Vielleicht haben wir ja Glück, dass die davon wenigstens die Hälfte kaufen. So, dann nehme ich mit. Wir haben so viel Kram. Ihn wollte ich gerne mitnehmen. Dann würde ich ihn gerne mitnehmen. Hier das Zeug. Essen brauchen wir nicht. Wir sind in einem Tag wieder da. Deswegen nehmen wir hier noch ein paar Waffen mit. So. Gut. Entsenden. Die einige. Was? Ja, komm. Halt den Bubble und gib Gas. Okay. So. Die Jungs machen sich fertig. Das zweite Mal. Ich hoffe, diesmal kommen wir hier auch weg. Genau, die sammeln sich jetzt die Sachen hier zusammen, was wir natürlich mal machen könnten. Aber ich glaube, ich habe das hier gar nicht drauf. Wir konnten früher die Sachen immer recyceln. Ich weiß nicht, warum ich da diesen Mod nicht mehr drauf habe. Normalerweise ging das immer. Konnte man die Sachen recyceln und alles war wieder gut. Okay, Karawane steht weiter. Fertig. 1, 2, 3. Was hast du? Ja, von mir aus. Geht weg. So, die Karawane zieht los und ist erstmal am Schlafen. Keine Nahrung. Stimmt. Ich habe eben die automatische Nahrungszufuhr ausgemacht, ne? Egal. Kriegen die schon hin? Bauen sie? Nee, ich will nichts bauen. Ich will eigentlich nur was handeln. So, okay. Wir können auch wieder verteidigen uns gegenseitig. Junge, hier ist schon wieder jemand am Ballern, du, ey. Jetzt ist aber... So, die Karawane müsste jetzt gleich da sein. Und dann hoffen wir doch mal, dass wir da ein bisschen was gehandelt bekommen. Das sieht doch schon mal gut aus. So, die kaufen uns auf jeden Fall schon mal alles ab, was wir hier an Schrott mit haben.
So. Warte mal. Doch, nee, warte mal. Hä? Doch, ist alles richtig. So. Die verkaufen uns auch das. Dann verkaufen die uns, wollen die auch gerne das da alles. So. Was sie nicht wollen, ist die Industriegedrissel. Schade. Den wollen sie nicht. Haben die denn uns irgendwas, was wir denen haben wollen? Ein Großbildfernseher. Nee. Aber ich hätte gerne Eisen. Stahl. Entschuldigung. Habt ihr Stahl für mich? Ja, ne? Dann nehme ich nämlich jetzt euren ganzen Stahl mit. Oder fast alles. So. Und dann sind wir doch pari. Und dann können wir wieder zurücklaufen. So. Und wir haben auf jeden Fall wieder Stahl im Köcher. Warum brauchen wir denn jetzt schon wieder Strom? Warum auch immer. Zoe, ich würde gerne tatsächlich diese zwei Upgrades da bauen. Auch. Die geben nämlich nochmal richtig viel Strom hinzu. Und zwar hier, ich glaube 15% waren es. 10%. Irgendwie sowas. Ne, 40% geben die. Genau, 40% ist natürlich richtig, richtig viel. So, der Builder ist fertig. Wir können also jetzt anfangen, Builder zu bauen. Und zwar hier. Wieder. Und zwar, ich baue mal einen. Wir müssten eigentlich dafür alles haben. So, die Karawane zieht weiter. Die Karawane, der Sultan hat Durst, das ist was anderes. Kölner Karneval und so. Die Karawane. Oh, jetzt fange ich. Nee, ich möchte nicht singen. Kurz überlegen. Können wir. Okay, also Stahl ist da. Die bauen hier auch irgendwas schon. Und zwar die zwei Dinger hier. Das ist okay. Genau, hier 40% Strom macht er jetzt mehr. Das ist halt wirklich gewaltig, ne? Also. Das ist halt wirklich gewaltig. Okay. Gut. Was wir noch machen ist, wir bauen ihn noch fertig. So. Das kann alles weg. Das brauchen wir alles gerade nicht. Die Fraktion hat sich auch noch weiter verbessert. Was seid ihr denn? Warum lauft ihr hier rum? Ich wollte schon sagen. Warum läuft denn mein Getier da draußen rum? Was ist, bist du? Warum bist du hier in meinen... Okay. Essen ist da, mehr als genug. Wir kriegen unsere. Ah, wir kriegen Uran diesmal. Das ist auch gut. Da liegt ein Biber. Entschuldigung, ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich war verwirrt und einfach aus dem Grunde, weil hier manchmal Sachen passieren, die ich nicht so ganz verstehe. Und da bin ich auch ganz ehrlich. Und zwar meine ich damit, warum. Warum passieren hier manchmal Dinge? Nicht priorisiert, nicht zum Handwerker zugeteilt. Nicht zum Handwerker. Habe ich einen Handwerker zugeteilt, Mann? Warum ist denn jetzt hier Zeit hinterlegt? Ich verstehe das nicht. So, der Müller. Geh mal, Müller, geh arbeiten. Müller, geh arbeiten. So, was ich meine mit nicht verstehen. Also hier passieren manchmal Sachen. Habe ich so viele Tiere schon, dass die die schlachten müssen? Das war jetzt zum Beispiel eine Frage. Oh ja, hatten wir wirklich. Uff, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Uff, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Warte mal. Aber weiblich, erwachsen, 5. Wir haben aktuell 0. Warum haben wir gerade keine weiblichen... Männlich, männlich, weiblich, weiblich. Hä?
Bin ich jetzt doof? Wir haben aktuell männlich 3 und wir wollen 3. Wir haben weiblich erwachsen 0. Hä? Aber wir haben doch 0. Ach so, weil sie trächtig sind. Ach ja, alles gut, alles gut. Alles okay. Wir kriegen wieder Gold. Feini fein. Müller? 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 Wohin laufen Sie denn? Hä? Mach doch bitte das da. Das ist ein typischer Müller, wirklich. Das ist wieder so ein typischer Müller hier. Was macht er denn jetzt? Jetzt fängt er das nächste an, oder was? Junge, was ist denn los mit dir? Müller? Wo willst du denn jetzt schon wieder hin? Okay, er will wieder irgendwas holen. Natürlich. Ja. Du bist die hellste Kerze auf dem Thronleuchter hier. Wirklich. Was ist denn schon wieder mit den Leuten hier los? Okay, shit happens. Okay, wir bauen das mal eben auf. Können wir das irgendwie priorisieren? Ich glaube, nein. Dann musst du... Ah, ne, ist schon reserviert. Okay, ich habe nichts gesagt. So, und dann aktivieren wir den. Und er müsste nämlich jetzt, genau, zum Steinbruch gehen und dort einfach gemütlich farmen. So, und das werden wir nämlich jetzt noch 4-mal bauen. Und genau das werden wir dann weitermachen. So, das bauen wir und das bauen wir. Jo, dass das Ding nicht verkauft worden ist, finde ich jetzt eigentlich schade. Eine neue Quest aktiv raus. Okay, was ist hier? Anführer, der hat uns informiert, dass wertvolle Waren im Gewerbe von in unserer Nähe gelagert werden. Die Sammlung besteht aus... Okay. Sagt, dass 7 verrückte Otter sind und eine unbekannte Bedrohung gehören könnte. Mhm. 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 Nö, interessiert mich alles gerade nicht. Die königlichen Eintreiber können auch direkt wieder gehen. Da haben wir nämlich nichts. Wir sind arm. Wir haben noch nicht mal genug Stahl. Wo ist denn hier schon wieder der ganze Stahl hin? Ach so, die Abwehr hat er auch gebaut, ne? Ja, der hat hier auch ein bisschen Abwehr gebaut. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Ja, nichts. Oh, da ist ja wieder was fertig. Da ist ja schon wieder was fertig. So, dann haben wir 2 schon am Laufen. Ja, die sind halt super schlecht da drin, muss man ja sagen. Ne? Also wenn ich jetzt hier reingucke, die haben nur einen Wert von, ich glaube, ja 4. Die haben nur einen Bergbau 4. Aber das ist, hey, auch wenn es Bergbau 2 wäre, sie würden aber die ganze Zeit bauen. Und das ist genau das. Ne? Auch hier bauen sie jetzt. Und ey, shit happens, sie bauen die ganze Zeit. So, das ist ja dieser Traum von diesem einsamen, ich war jetzt am überlegen, warum hier steht, die Gäste haben kein Essen. Also Essen wäre genug da, aber ich biete halt nichts an. Aber ja, ich sage immer, dieser einsame, der jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so einsam ist, wenn ich mir da oben die Leiste angucke, der möchte ja gerne was erleben. Ja. Okay, wir gucken mal ganz kurz was anderes. Wir wollen ja noch die Städte verbessern. Das kostete 4.000. Ich habe aktuell 10.000 im Bestand an Money. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen warten, so dass ich so 12 bis 15 habe. 12 bis 15 und dann wäre ich eigentlich pari. Dann würde ich tatsächlich die nächsten 2 Upgrades machen wollen. Von den Dingern. Schon wieder Action. Okay, hier war kurz Action. Und ich glaube, jetzt gleich gibt es wieder Fleisch. Früher konnte man hiermit
Flüssigkeiten sich farmen, aber ich glaube, das ist auch nicht mehr, ne? Entwicklungsmilch. Warte mal, können die das doch noch? Okay, warte mal, wir müssten, glaube ich, mal zähmen gehen. Ist das nicht das Halbtote? Natürlich ist das Halbtote. Können wir das auch direkt danach reparieren, bitte? Bitte? Reparieren? Und warum ist ja hier schon wieder Tag der offenen Tür? Alter Schwede, was ist denn los mit euch? Okay, wir müssen die Zäune, glaube ich, mal ein bisschen standfester machen. Und zwar machen wir das mal aus Kalkstein hier. Also langsam ist es mal, brauche ich jetzt hier genug, ne, mit euch. So, das und das. Das und das. So, wo ist denn Vorratskapsel? Aktivieren wir einfach. Wo ist denn hier mein... Da. Er hat Milchproduktion. Ich möchte wissen, was da rauskommt. Ich möchte wissen, was hier aus dieser Milch rauskommt. Deswegen lass doch mal schauen. Ich würde die tatsächlich auch vielleicht gleich einmal wegsperren, ich bin ehrlich. Also weit, weit weg. Die brauchen gar kein Sonnenlicht, die müssen einfach weg. Da habe ich schon einen Plan. Entschuldigung, da war die Stimme ganz kurz weg. Voice Crack und so. Ich habe einen Plan für die. Ich habe wirklich einen Plan für die. Ein Mitglied hat eine leckere Mahlzeit gekauft. Also das müsstest du eigentlich alleine schaffen, aber... Ich helfe euch trotzdem. Und zwar... Nein, Ereignis... Standort. Militär. Und... Defense. Und... So. Okay, die helfen sich gegenseitig. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wollte ihm gerne. Er hat noch 14%. Das warten wir jetzt mal ganz kurz. Wir spulen mal noch mal schneller vor als so nicht. Also wir spulen einfach weiter vor. Und gucken mal ganz kurz. Ich möchte wissen... Hey, wo ist er? Da. Ich möchte wissen, was kriegt er raus an Flüssigkeiten? Hallo? Du bist erntebereit. Da kommt es ernten. Und... Hey. Was hat er denn? Warte mal. Ich möchte wissen, was er... Ach, er hat wirklich Sprit... Oh, er hat wirklich Sprit als... Okay. Oh, warte mal, können wir die anderen auch nehmen? Leute, kümmert euch mal hier um das Getiers. Die haben Sprit? Wollen wir ja gar nichts mehr machen. Habt ihr auch irgendwas? Nee. Wilde Kreaturen, die haben leider nichts. Scheinbar. Nö. Okay, so, aber wir sind schon wieder am Überziehen. Ich sag, dieses Spiel, das bringt mich bei sowas noch um, wirklich. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn Lust habt. Bis dahin, ciao.